So, liebe Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum Video. Mein Name ist Mohammed und wir sind gerade live da in das Hotel, wo wir heute sind. Ihr könnt ja mal schätzen, steht das irgendwo? Also wer jetzt live ist, kann schätzen, wer später anschaut, das Video wird sowieso bei der Überschrift schon stehen. Dieses Hotel, ich habe den Namen gehört und habe mir so gedacht, okay, mal gucken. Also ich habe mir wirklich nichts Besonderes dabei gedacht bei diesem Hotel. Aber dann bin ich vorhin oder sind wir vorhin ins Hotel angekommen. Und es war wirklich unfassbar schön bis jetzt. Alles, was ich gesehen habe, fand ich traumhaft schön. Die Dekoration, das Personal, also das hat mir bis jetzt sehr, sehr gut gefallen. Ich habe dieses Hotel auf jeden Fall unterschätzt, was ich jetzt in dieser kurzen Zeit halt erlebt habe im Hotel. Und das war nicht viel, aber trotzdem gab es da so ein paar Sachen, wo man gemerkt hat, das Personal ist wirklich sehr korrekt und hilft einem bei sehr, sehr vielen aus. Ihr könnt mal schätzen, welches Hotel sind wir? Wir sind übrigens gerade auf Facebook live und auf YouTube sind wir auch live. Hallo liebe YouTube-Zuschauer, Hallöchen, hallo. Ich hoffe, dass der Sound gut ist und dass ihr uns heute auch sehr, sehr, sehr gut hören könnt. Könnt mal schätzen, wo sind die Kommentare bei YouTube? Hoppa, jetzt drücken wir wieder irgendwelche Knöpfe. Hallo ihr beiden, hallo Christian, hallo Hallöchen, August, okay. Also kennt jemand dieses Zimmer, Freunde? Schaut mal genau. Mir gefällt es auf jeden Fall schon mal richtig schön gemütlich, die Belichtung, alles stimmt bis jetzt. Jetzt gehen wir, ich hoffe, wir schaffen das Abendbuffet noch zu zeigen. Zeitkästende? Okay, ich hoffe, dass wir das noch schaffen. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal das Hotel zeigen. Und wir zeigen euch das, was es jetzt halt zu sehen gibt im Hotel. Ich sage euch, wie das Hotel heißt. Das Hotel heißt Cimelia Hotel heißt das. Das liegt direkt in Elvrenceki und ist auf jeden Fall schöner, als ich es bis jetzt gedacht habe. Wir schauen uns das jetzt einfach mal an. Nicht zu vergessen, bitte Freunde, dieses Video ist jetzt in der Wintersaison von Türkei. Also das ist gerade unsere Wintersaison. Und in unserer Wintersaison ist es halt nicht so viel besucht, egal welches Hotel. Aber jetzt in 2-3 Wochen wird das Hotel auf jeden Fall deutlich mehr besucht sein. Weil dann ist Weihnachten, Silvester, dieses Hotel wird auch im Wintersaison geöffnet sein. Doch jetzt gerade ist in vielen Hotels wirklich sehr wenig los und auch hier ist halt nicht viel los. Ich habe auf jeden Fall aber schon Gäste gesehen, 99% der Gäste sind deutsche Gäste. Ich habe sie auch kennenlernen können, haben uns gegrüßt, haben uns ein bisschen unterhalten und ich habe natürlich direkt die Frage der Fragen gestellt. Wie gefällt euch das Hotel? Und das Erste, was die gesagt haben, scheiße. Spaß, sorry. Das Erste, was die gesagt haben, es gefällt uns gut und dass sie schon öfter da waren. Das waren jetzt halt 3 Gäste, den Rest muss man halt sehen. Aber seid wirklich gespannt. Ich persönlich, also ich bin sehr oft in vielen Hotels und schön, jeder hat eine andere Vorstellung von schön. Aber die Vorstellung, also das, was ich jetzt hier gesehen habe im Hotel, den Eingang und alles und das Detail, die Ordnung, das Personal. Ich war schon ein Stück überwältigt, weil ich halt wirklich, ehrlich gesagt, fast nichts von diesem Hotel erwartet habe. Ja, das aus Grund, weil ich von dem Hotel auch noch nicht viel gehört habe, obwohl es direkt hier in Kumke ist, von meinem Beachclub, etwa 400, 500 Meter entfernt. Nicht, Ja, verstehst du uns auch langsam, ne, immer mehr. Die Nissan hat sehr gut Deutsch gelernt, sie ist jetzt 6-7 Monate im Tourismus und sie spricht wirklich sehr, sehr gut Deutsch. In der Zeit hat sie Drohne fliegen, sie macht alles sehr gut, wirklich, also was sie schon gelernt hat in der Zeit. In welchem Hotel? Das ist das Cimelia. Jetzt seid ihr bereit, Freunde, wollen wir langsam los. Bevor es losgeht, ein kleines Motivation-Däumchen, damit wir in die Spur... Was ist das denn dahinter? Was war das, Freunde? Brunese? Das habe ich erst mal gesehen. Was war das gerade auf Facebook? Habt ihr das gesehen? Da waren solche Silvesterböller im Hintergrund. Das war was. Joch, da ist doch noch null. Das habe ich noch nie gesehen. Nissan, was hast du gemacht? Freunde, habt ihr das auch gerade gesehen? Solche Silvesterböller hinten im Hintergrund gerade bei Facebook? Wir sind übrigens gerade auf YouTube und Facebook live. Sah super aus, ja.
Ich glaube, die meisten Zuschauer, die gerade hier sind, waren schon mal in der Türkei, oder? Also die gerade live dabei sind. Ich denke, dass wir die meisten Zuschauer haben, die halt immer wieder auch Türkei besuchen. War schon mal jemand in dem Hotel? Kann gerne mal berichten. Wir machen uns jetzt langsam auf den Weg. Und ganz wichtig, auch der Tee hat auch lecker geschmeckt. Jetzt können wir direkt noch einen Tee trinken. Let's go! Din, dili, din, dili, din. Kamera drehen. Zack, Kamera döndür. Gimbal'ı düzelteceğiz. Zack. Düz tut. Gimbal her zaman düz duracak. Tamam, bunu düzelteyim. So. So ihr Lieben, ich zeige euch, wir zeigen euch jetzt erstmal das Zimmer an. Din, dili, din, dili, din, dili, din. Es kann sein, dass die Verbindung im Flur einmal ein bisschen auseinanderbricht, ja? Schaut mal, liebe YouTube-Zuschauer, hier auf Facebook haben wir auch Kommentare. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, so gut ich kann, versuche ich sie dann zu beantworten. Ja, mein... Okay. Ja, zweimal und beide Male bei der Maledivenboot. Oh, ihr wart zweimal in dieses Hotel und zweimal sogar bei dem Maledivenboot. Super, das freut mich zu hören. Wir haben ja die Bootsfahrt immer im Sommer. So, hier haben wir das WC vom Hotel. Was mich so beeindruckt hat bei diesem Hotel, ist, dass wirklich das sieht so ein bisschen, man hätte es auch leichter machen können, sag ich mal, ja, mit den Spiegeln. Mach einen Spiegel dran und dann hätte man nicht noch diese Seiten dran und dann noch dieses, also es ist so extra viel gemacht, sag ich mal, ja. Ich kann das jetzt nicht in Worte fassen, gleich kann ich es vielleicht ein bisschen besser erklären. So, das war auf jeden Fall das WC. Hier haben wir Föhn, wie immer. Solche Händewaschdinger. Dann gibt es hier so kleine spezielle Ohrstöpsel zum Saubermachen und Handschuhe und noch irgendwelche Überraschungspakete bestimmt. Hier haben wir dann Handtücher, wie immer. Die Dusche ist eine Standarddusche. Ja. Ist jetzt halt nicht die größte Dusche der Welt. Die Dusche ist normal. Hier haben wir das WC. Hier haben wir einen schönen Schrank, den ich sehr schön finde. Dann hier ist das Bett. So ein lilaner Hintergrund. Der Balkon ist auf jeden Fall sehr, sehr schön. Sehr groß. Unser Balkon ist wirklich sehr schön groß. Schaut euch das mal an. Ja. Und ich bin so gespannt auf morgen. Ja, hier sieht man direkt das Meer, Freunde. Wir sind hier direkt am Meer. Also dieses Zimmer ist auch cool, glaube ich, was wir haben. Das ist die Poollandschaft. Eine traumhafte Poollandschaft hat das hier. Mit so einem Springbrunnen und das kann man am Tage besser sehen später. Und wir sehen von hier bis zum Hafen von Evrenzeki morgen. Und hier ist sofort das Meer. Also das ist ein Hotel, was direkt am Strand liegt. Es liegt sofort am Strand. Danke für die Däumchen, danke Petra, danke, dass du das Video auch schon geliked hast, danke Mandy, danke Sarah, danke, hallo Birgit. So, jetzt geht's langsam los. Hier haben wir auch den Balkon nochmal von der Perspektive. Ist auf jeden Fall ein durchschnittlich großer Balkon, haben die Hotels hier. Das sieht man auch bei den Nachbarn überall. Jetzt nicht so ganz direkt reinschauen, ja, so kann man es sehen. Vielleicht ist unser ein kleines Stück größer. Kleine. Hier haben wir das Zimmer mal von der Perspektive. Den, den, den. Nissan Minibar Acharmissen. So, und dann kleiner Fernseher. Dann ist hier eine Minibar. Da drinnen ist 2 FS. Multivitaminsäfte, Cola, Fanta, Spreit in der Art, türkisch aber, ne? Das ist jede Gün türkische Fanta, sowas. Und hier gibt es dann so Anleitungen, Tee, Kaffee etc., was es halt in jedem Hotel eigentlich gibt. Ja, ich habe dann bitte hier alle müssen mit. Jetzt geht's Richtung Hotel. Freunde, wir werden jetzt laufen. Es kann sein, dass jetzt die Verbindung einmal unterbrochen wird, weil im Hotel drinnen ist es meist so, beim Aufzug. Ich hoffe, dass die Verbindung es aushält einigermaßen, dass wir euch ein bisschen was zeigen können.
Und das ist übrigens die erste Folge vom Hotelvideo. Da gibt es dann noch mehr Folgen dazu. Din, dili, din, dili, din. Gibt es kein Red Bull? Nein, Red Bull gibt es da nicht. Zack, zack. Ist das seitlich Meerblick oder direkter Meerblick? Es ist seitlicher Meeresblick. Aber seitlich und schon mehr als nur eine Seite, sag ich mal. Nur die linke Seite sehe ich dann halt nicht vom Meer. Also Side war gerade nicht zu sehen. Wir steigen jetzt im Aufzug. Danke fürs Teilen, Helga. Dankeschön. Guten Abend an alle. Danke, Vera. Guten Abend auch. Din, dili, din, dili, din. Seht ihr, Freunde? Ich laufe heute mit zwei solche Dinger rum. Zack. Jetzt fahren wir runter. Interessant, die Verbindung ist noch da, oder? Ballert die Gitarre. So, zack, zack. Sind wir da jetzt? Dorum? Lobby. Ja, Lobby, richtig. Hier links geht's zur Lobby. Gruß aus Alsdorf und schönen Abend. Dankeschön an euch auch. So, Freunde, jetzt sind wir hier in der Lobbybar vom Similia Hotel. Zack, zack, zack. Wir gehen jetzt einmal vorm Hotel. Hier haben wir schon mal so eine kleine Buchlese-Ecke, so ein ganz, ganz ruhiger Raum, nenne ich das mal, mit ganz vielen verschiedenen Büchern. So. Hier sind wir jetzt bei der Rezeption. Ganz nette Rezeptionpersonal. Hier haben wir auch von den Similia Hotels die verschiedenen Hotels, die die haben. Einmal Similia Beach, Similia Nee, warte mal, jetzt komme ich durcheinander. Ha, Amelia Beach ist das dort, 2008. Similia Beach, 2011. Und Similia Beach wieder. Haben die jetzt zwei Hotels? Das eine ist Resort, Hotel und Spa und das andere, oh, jetzt komme ich durcheinander. Das sind drei verschiedene Hotels anscheinend, sieht so aus, aber die haben zwei Namen. Da werden wir uns später drum kümmern, Freunde. Wir fangen jetzt von draußen an, dann zeigen wir euch alles, sodass man überhaupt richtige Übersicht hat, ja? Guten Abend, Petra. So, hier habe ich gerade mein Auto geparkt. Spaß. Ich hätte auch hier parken dürfen, aber da vorne die Ecke wollte ich parken. Da habe ich gesagt, ja, ich will jetzt den Parkplatz nicht nehmen von irgendwen, der vielleicht nicht so sportlich ist. Dann habe ich draußen geparkt. So, wir sind jetzt hier vorm Hotel. Das ist jetzt der Hoteleingang. Schaut euch das mal an. Also wenn man da so mal schaut, man merkt wirklich, also dass das schon so ein, also wirklich der Eingang und alles, wo wir jetzt gerade hier hochliefen, allein die der Boden und alles, ne? Das fällt jetzt im Video vielleicht nicht so auf, aber sehr, sehr präsentabel. Ja. Und man hat wirklich sofort das Gefühl gehabt, wow, man ist hier irgendwo in einem doch schon qualitätvolleren Hotel. Trotz, dass der Preis eigentlich sehr, sehr günstig war. Ja. Similia Beach. So heißt das Hotel. Der Preis war wirklich sehr gut, Freunde. So. Ja, wir laufen diesmal in die Drehtür. Din, dili, din, dili, din. Hier haben wir die Lobby. Hier ist die Lobby. Ich möchte jetzt nicht allzu lang die Gäste dort zeigen. Aber eine schöne, warme Atmosphäre ist hier gerade, herrscht hier. Dort haben wir die Lobbybar. Das ist hier die ruhigere Lobby und unten
soll noch eine Platz sein, wo dann noch mehr los ist. Ja, wo auch dann die Animation ist. Dann vorhin bin ich hier lang gelaufen. Und allein dieser Ausblick hierher fand ich schon traumhaft schön, was einem wirklich sehr, sehr viel Wärme gibt und schon zeigt, dass es sehr gepflegtes Hotel ist. Ja. Und sich mit der Deko, mit dem Design wirklich Mühe gibt. Ich persönlich finde es schön. Es ist jetzt gerade natürlich nicht so viel los. Warum? Weil jetzt Wintersaison ist. Hier haben wir die Adventkerzen. Ja, es sind 4 Stück. Und heute machen wir die 2. an. Schon Jacha, das nächste. Jacha, ja, ich mach Spaß. Schaut mal. So. Jetzt gehen wir runter Richtung Restaurant. Das ist jetzt die Lobby. Hallo. Hallöchen. Jetzt gehen wir runter Richtung Restaurant. Es gibt natürlich auch einen Fahrstuhl, aber den brauchen wir jetzt gerade nicht. So, da. Und auch bei diesem Hotel fällt mir auf, es ist alles super nah beieinander, keine weiten Wege. Ja. Wie war kalm ist nicht mehr warm da? Also war alles besser. Das ist gerade der Saal, den wir von oben betrachtet haben können. Hier haben wir eine Katze, die sich hier schön ausruht, die wir auch nicht lange stören möchten. Also im Vergleich zu manch anderen Hotels, die sofort am Strand sind, ist dieses Hotel auf jeden Fall vom Preis, Leistung, soweit ich jetzt gehört habe von den Gästen bis jetzt, sehr gut zu empfehlen. So, und ich habe vorhin das Buffet angeschaut und allein diese, jetzt in Ernst jetzt, Freunde, schaut euch das mal an. Merkt ihr diese Wärme und diese Ordnung? Ja, da sieht man wirklich direkt schon. Meeresfrüchte, Muscheln und extrem sauber, extrem schön gemacht. Ja, so appetitserregend auf jeden Fall, ja. Ganz, ganz viele verschiedene Salatsorten. Dann hier sind Karates, Garnelen kleine. Und hier gibt es dann Piachanissen. Dann gibt es dort hinten geht es auch noch weiter, aber es ist jetzt Wintersaison. Hier gibt es dann so Fleisch, Nudeln, wieder warme Rennissen, Pommes, Fisch, Gemüse, Hähnchen, Nudeln, türkische Pizza. Kapazitäten müssen wieder. So ist dann die Deko, richtig schön. Und nicht vergessen, Freunde, das ist jetzt Wintersaison. Im Sommer ist noch mehr. Im Sommer ist viel, viel mehr. Hier ist Gemüse. Kapatablissen gehen direkt. Gemüse, Kapat direkt. Atsch, Kapat. Hähnchen. Kartoffeln, leckere Soße mit Überraschung drin, Reis. Wow, hier sieht es richtig schön aus. Richtig schöne Spezialitäten. Also wirklich viel Arbeit da drin, sieht man. Und alles so sauber. Da kriegt man richtig Appetit. Und nicht vergessen, Freunde, nochmal, wir sind im Winter, im Sommer gibt es noch mehr. Im Winter ist halt nicht so viele Gäste im Hotel.
Aber im Sommer sind ganz viele Gäste da und dann gibt es halt immer mehr auch. Schön. Und da hinten gibt es noch Salate, dann noch andere warme Gerichte. Ne? Hier gibt es ein bisschen Obst gerade. Jetzt gehen wir, oh, hier ist Salatwelt, ne? Wer gern Salat, Soßen und etc. Hier haben wir ein super Team. Hallo, vom Orange Palace haben wir auch ein paar Freunde. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Danke, bei dir. Danke, danke, schön. Kollegessen. So, jetzt schauen wir mal unsere Poollandschaft an. Sesam, öffne dich mit Nissans Kraft. Dankeschön, Nissan. So, jetzt ist abends. Ja, am Abend natürlich ist niemand am Schwimmen, niemand hier. Jetzt sind wir hier an der Poollandschaft. Und jetzt können wir das Gebäude mal von außen ansehen. Das sind so zwei große Blocks. Etwa bis zu 1000 Gäste passen hier rein in die Hotels. Also passen rein, das soll jetzt nicht so eingequetscht klingen, sondern bis zu 1000 Gäste kann das Hotel empfangen. Guten Abend, Olaf. Hallöchen, hallo, hallöchen. Ja? Und die Lage vom Hotel, Freunde, wir sind hier direkt in Evrenzeki. Also ihr müsst euch so vorstellen, das Orange Palace ist in der Nähe, dann die Mall of Cedars ist in der Nähe. Direkt vorm Hotel ist sofort beginnt die Einkaufsmeile. Das werde ich euch morgen beim zweiten Teil des Videos zeigen, was es hier in der Region alles so gibt, was man hier machen kann. Wir haben hier sofort den Strand, das heißt also, wenn man hier am Pool ist, ja, dort vorne ist auch die Animationsbühne, der Showplatz, da sind Rutschen für Kinder, sind nicht die extremen Rutschen, aber es reicht, um Spaß zu haben, mit Töchterchen, mit Sohn, da ein bisschen Action runter zu machen, ja, ob sorry? Nein, sorry. Nein, ich sorry, Bendy kattet mit dem Lasen. Pardon. Doch, mach mal. Hier haben wir so ein Mini-Cini-Mini-Pool. Auch schön direkt hier eigentlich beim Sicherheitshäuschen, so dass man das natürlich passt man selber auf die Kinder auf, aber das dann nochmal so ein bisschen vor den, nicht so in der Ecke versteckt, ja, wenn man mal kurz irgendwie einen Cocktail trinkt und mal kurz woanders hinschaut. Ja, und hier sind wir jetzt an der Promenade von Evrenzeki. Dort vorne auf der rechten Seite ist auch sofort, dort ist sofort der Hafen, etwa, ich glaube, 100 Meter entfernt von hier. Das heißt, die Lage ist wirklich gerade optimal. Wirklich jetzt. Also ich mag diese Ecke. Und wenn ihr jetzt links läuft bei der Promenade, dann habt ihr dort hinten unseren Beachclub, der auch im Winter geöffnet ist. Und in, zu Weihnachten und Silvester haben wir dort große Partys. Und hier ist der Strandabschnitt von Similia. Ich weiß, ihr seht jetzt richtig schön, was es hier gibt. Spaß. Das zeigen wir euch später beim zweiten Teil. Und für die, die YouTube zuschauen, wir sind auch auf YouTube live gerade. Wer nächstes Mal beim Live-Video benachrichtigt werden möchte, könnt gerne den Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren. Nicht vergessen. Neben Port Cedar Resort, ja. Hier hinten ist das Port Cedar. Hier ist Similia. Ja, in der Wintersaison ist es eigentlich immer so, dass hauptsächlich auch so ältere Gäste mehr die Türkei besuchen. Es sind manchmal halt auch jüngere dabei. Aber das ist halt die Saison von den Gästen, die halt auch meistens jetzt nicht mehr allzu viel in Deutschland zu tun haben, sag ich mal. Und anstatt dass jetzt den Regenwetter sich aussetzen, eher dann sich sagen, okay, dann zahlen wir jetzt für einen Monat, zwei Monate
einem Monat Urlaub so vielleicht 2000 Euro oder so, vielleicht zwei kriegt man schon hin. Liegt dran, welches Hotel. Mit Verpflegung, alles drum und dran. Kommt manchmal sogar günstiger, als wenn man in Deutschland mittlerweile lebt, glaube ich. Ich glaube, in Deutschland ist halt auch alles sehr teuer geworden. Und daher rentiert sich es. Und plus, man hat wirklich Sonnenschein. Heute war ein Tag, wo unglaublich viel Sonne war. Ja, es war genau wie ein Sommertag. In meinem Auto hat es gestanden, 25 Grad. Also ich musste wirklich den Pullover ausziehen und die Klimaanlage anmachen. Ja, dass man so ein bisschen Erfrischung bekommt. Und wir sind jetzt im Dezember schon. Ich glaube, vom Restaurant aus ist das jetzt auch die Essensplätze. Kann man auch essen hier. Und natürlich hat das Hotel auch einen Inpool und alles. Das werde ich alles morgen zeigen. Das wird man auf jeden Fall morgen besser sehen. Ich persönlich gehe immer sehr gern ins Hanegarden. Da fühle ich mich wohl. Ja, jeder hat so seine Lieblingshotels, weil wenn man öfter in der Türkei ist, dann hat man halt auch die Menschen in den Hotels lieben gelernt. Bruder, açar mısın? Ja, das ist şuradan geçerim ya. Also wir laufen hier lang. Dann hat man die Menschen auch lieben gelernt. İyi akşamlar. Akşam program var mı animasyondan acaba? Dans gecesi olacak. Nerede? Hemen dışarıda solda. Ha, teşekkürler, sağ olun. Also hier vorne links haben wir auch heute Abend Animationsprogramm. Ich höre schon Musik. Wow. Hier ist Fotoecke. Und auf Facebook viele Gäste sagen, die bekommen keine Benachrichtigungen, wenn ich live gehe. Ob ich sie blockiert habe oder so. Nein, ich habe nicht blockiert. Aber ich war jetzt zwei Monate ganz selten live. Und aus dem Grund ist das so, dass der Algorithmus von Facebook nicht mehr anzeigt, wenn ich Videos mache. Das heißt, ihr müsstet die Seite entfolgen und wieder folgen und halt auch so eine Glocke aktivieren, für Benachrichtigungen zu bekommen. Dann verpasst ihr auch keine Videos mehr. Und hier ist jetzt gleich das Animationsprogramm. Hier ist die Bühne. Das ist jetzt für die Wintersaison. Heute Abend soll eine Tanzshow sein. Dann werden hier noch Stühle und so hingebracht wahrscheinlich. Weil sonst wäre es schwer so zu schauen, ne? Aber hier ist halt die Bühne. Und dann wird die Belichtung, ich denke, nachher anders gemacht. Man sieht, hier sind solche Projektoren oben. Ja. Freunde, wie hat euch das Hotel bis jetzt gefallen? So an dem, was wir jetzt bis jetzt gesehen haben? Was denkt ihr so? Und bitte nicht vergessen, es ist die Wintersaison. Im Sommer herrscht hier eine ganz, ganz andere Atmosphäre. Auf jeden Fall mehr Action. Hier haben wir Similia Beach heißt es, ja. Hier haben wir jetzt auch eine Shoppingmeile im Hotel. Ja, hier ist die Shoppingmeile. Guck mal, Angebot nur 5 Euro. Die Preise sind super. Oder was denkt ihr? Ja, liegt dran, was jetzt 5 Euro, das wissen wir nicht. Taschen. Friseur, wow, was für ein schöner Eingang vom Friseur. Wie so ein Königreich, so ein kleiner. Mit Marmor davor. Wow, hier ist noch ein Game-Raum. Mit verschiedenen Spielmöglichkeiten. Silbergeschäft. Tolles Video von dir, danke. Danke, Sascha. Guten Abend, alle zusammen. Guten Abend. Ich werde morgen noch ein Video, also 2 Videos wird es noch geben hier. Ich weiß nicht, ob ich heute noch live komme. Das kann ich nicht versprechen. Guck mal, wie schön das aussieht. Ja, ich find's wirklich jetzt gerade sehr schön, wie es aussieht. Oder? Hier ist Wellness Center. Ich werde auf jeden Fall morgen noch ein Video machen
und noch ein Live. Und dann dazu noch ein Video werden wir machen, wo wir auch mit der Drohne und also nicht live gehen, sondern schön Videoclip machen über das Hotel mit mehreren Details, was wir so erlebt haben, in dem Moment, wo wir das halt erleben richtig und nicht mit der Kamera jetzt so hier nur spazieren gehen, sondern wie man sich halt fühlt, wenn man was erlebt, so dass man eigentlich noch ein bisschen mehr detaillierte Info bekommt. Das werde ich dann auf YouTube hochladen, das Video. Wer auf dem Kanal noch nicht war bei uns, in YouTube heißt der Kanal Cile Antalya Freunde der Sonne. Dort könnt ihr uns folgen und dann seht ihr halt die anderen Videos auch, die dann in hoher Auflösung sind. Die Live-Videos sind halt außer dieser Auflösung, die wir jetzt gerade machen, leider nicht anders möglich. Und ja, wem das Video bis jetzt gefallen hat vom Cimelia Hotel, kann jetzt gerne mal ein Däumchen nach oben geben. Ja, auf YouTube haben wir gerade auch sehr viele Zuschauer. Mal gucken, wer davon zufrieden war mit dem Video. Das erste, das ist der erste Teil. Mit dem zweiten machen wir morgen weiter. Und warte. Wie machen wir das? Warte, hier stellen wir die Kamera hin, dann, damit man uns auch noch einmal sieht. Den Dilletin. Hoppa. Wir drehen die Kamera rum, dass wir uns noch einmal sehen können. Hoppa. Hier sind wir. Komm, Nissan, das ist für uns ja alleine, Mensch. So ihr Lieben, das war bis jetzt das Video. Wenn das Video gefallen hat, ganz wichtig, denkt an die Däumchen. Ihr könnt den Kanal abonnieren, damit ihr die nächsten Hotel-Informationen von der Region Cile, Kumköy, in der Türkei, Evrenzeki, Gündoğdu und alles, was hier mit uns zu tun hat, ja, in der Region Cile, dass ihr die Videos nicht verpasst. Und wir werden fleißig weitere Hotels besuchen für Sie. Und nicht vergessen, ein bisschen Reklame muss immer sein, wenn ihr jetzt gerade in der Türkei seid. Wir bieten auch VIP-Flughafentransfer an, mit sehr schönen Shuttles, die euch abholen vom Flughafen, wieder zurückbringen und vom Hotel zum Flughafen und vom Flughafen zum Hotel. Ich hoffe, man hört mich, ich bin ein bisschen weit entfernt. Und dann haben wir natürlich bei uns im Beachclub richtig schöne Weihnachtsfeier, richtig große Party machen wir, Silvester-Weihnachten. Wir sind auch jeden Tag geöffnet. Wenn ihr abgeholt werden möchtet, könnt ihr uns über WhatsApp anschreiben. Dann holen wir euch ab von den Hotels, auch im Sommer. Dann bringen wir euch hin und wieder zurück. Ist natürlich mit im Preis dabei, müsst ihr nichts bezahlen. Ihr zahlt halt nur die Getränke, was ihr dort trinkt bei uns und mehr nicht. Unsere WhatsApp-Nummer für Tagestouren und alles, was wir anbieten, ist 0090 536 892 49 28 28 und die 9. So, das war's, Freunde. Wir bedanken uns herzlich. Wir verabschieden uns heute Abend, denn jetzt wird noch ein bisschen was getrunken, ein bisschen getanzt. Mal gucken, was wir noch alles erleben. Wer mitbekommen möchte, was wir noch alles erlebt haben heute Abend, könnt den YouTube-Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns wieder nach der Werbung. Alles Gute, ciao, ciao, bye, bye, adios. Tschüss. Liebe Grüße aus eurer zweiten Heimat. Din, din, din.